Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 10 von der Klausur Sommersemester 2024 an. Hier sind drei kleine Aufgaben, die wir bearbeiten sollen. Fangen wir mit Aufgabenteil A an. Es sei f die Funktion zum dargestellten Graphen. Wie lautet der Wert des bestimmten Integrals? Ja, also wir sollen hier das bestimmte Integral in Grenzen von minus 3 bis 5 bestimmen, also von hier bis da. Es geht hier also um die Berechnung der Flächen. Ich schraffiere die mal einmal kurz. Also diese Fläche ist positiv. Und hier unten haben wir noch eine negative Fläche, die ziehen wir natürlich ab. Also schreiben wir auf, Aufgabenteil A, Integral von minus 3 bis 5, f von x dx ist gleich. Wir müssen als erstes die Trapezfläche hier bestimmen. Die ist hier 2 und hier unten 4 breit und hat die Höhe von 1. Ne? Wir sehen hier ein Kästchen, sind 0,5, also die Höhe 1. Trapezfläche, Grundseite, mal die obere Seite, also 2 plus 4, halbe. Dann haben wir die mittlere Länge, dann haben wir diese Länge hier. Und das mal die Höhe, also mal 1. Und dann ziehen wir die andere Fläche ab, also minus 2 ist das breit und 1/2 hoch, also minus 2 mal 1/2. Und da kommt dann raus, hier 3 mal 1 ist 3, minus 1 kommt 2 raus. Also wissen wir, das Integral von dieser Funktion ist einfach, also von minus 3 bis 5 ist einfach 2. Gut, dann Aufgabenteil B. Welche Rechenregeln werden für die partiellen ableitende Funktion r2 nach r, fxy gleich 4y mal Wurzel x mal y² nach x und nach y benötigt? Nach x, wenn wir nach x ableiten, dann brauchen wir nur die Kettenregel, ne, wir brauchen hier keine Produktregel, die brauchen wir nur, wenn wir nach y ableiten, weil wir hier eine Funktion von y mal eine Funktion y multiplizieren. Die Funktion ist aber nicht von x abhängig, das heißt, nach x haben wir einfach nur die Kettenregel. Und wenn wir nach y ableiten, haben wir die Produktregel und die Kettenregel. Aufgabe C. Prüfen Sie, ob die Gleichung, die hier gegeben ist, richtig ist. Wenn wir dieses Integral in der Integraltafel nachschauen, finden wir relativ schnell, dass das nicht stimmt. Also können wir erstmal aufschreiben, die gegebene Gleichung ist falsch. Und warum die falsch ist, das gucken wir jetzt mal eben nach. Wir gucken erstmal in die Integraltafeln. Da finden wir das Integral 116. Das können wir hier verwenden. Entweder nehmen wir den oberen Teil der Gleichung oder den unteren Teil. Also wir sehen, irgendwie ist das hier schon mit Sinus und so eher der untere Teil, aber hier steht Area Sinus Hyperbolicus, also von daher ist es jetzt schon, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterrechnen, es ist schon falsch. Wenn wir das aber jetzt tatsächlich mal einmal ausrechnen wollen, dann sehen wir, vor dem x-Quadrat hier steht nichts. Das heißt, hier dürfte vor dem x-Quadrat auch nichts stehen, deswegen formen wir das einmal um. Also wir fangen an mit Wurzel 64 plus 4x-Quadrat. Dx ist gleich Integral von Wurzel, jetzt klappe ich die 4 aus, 4 mal 16 plus x-Quadrat. Dx. Und die Wurzel 4 ist 2, können wir vor das Integral ziehen, das heißt 2 mal Integral von 16 plus x² dx. Gut, dann haben wir da stehen 2 mal und jetzt nehmen wir die untere Gleichung, ne, 1/2 mal x mal a² plus x², das heißt einfach Wurzel 16 plus x² plus a² ist 16. Mal Area Sinus Hyperbolicus oder ln, das können wir uns aussuchen. Es passt ja beides nicht oben. Ne? Also entweder Area Sinus Hyperbolicus von x durch a. A ist natürlich die Wurzel von a², also die Wurzel von 16. Ne, das wäre eine Möglichkeit. Die 2 und die 1/2, die können wir dann aber auch rauskürzen. Also das wäre richtig. Oder die andere Möglichkeit wäre, dass das alles bleibt und wir hier hinten statt diesem hier könnte man auch da stehen haben ln von x plus Wurzel 16 plus x². Ja, das ist das Gleiche.
Aber wir sehen, beide passen nicht mit dem, was wir hier oben stehen haben, überein. Ne? Also 8 mal Sinus x Viertel haben wir hier definitiv nicht stehen.